Hallo und willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Final Fantasy 7. Und nicht mehr lange, Freunde, nicht mehr lange. Ich glaube wirklich, dieses Let's Play wird nicht mehr allzu lange gehen. Ich habe mal wieder fleißig, ne, Waffenmodifikation, das hier habe ich ja, glaube ich, gesagt. Habe ich wahrscheinlich gesagt. Habe ich alles geupgradet jetzt mal. Ich habe geguckt und ich würde auch mal gerne beim Barrett, passt mal auf, Barrett, Abrissbirne, ich würde gerne das hier nehmen. Das hat zwar einen Slot mehr, ich mach mal übernehmen. Das heißt, wir haben jetzt den Glücksboost weg. Autovitalität, behandeln, heilen. Fast anwendbar. Also wir könnten das hier verstärken. Ich mach's mal nicht. Mir geht's eigentlich eher nur drum, dass wir wieder schießen können mit Barrett. Weil ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir hatten auch kein blaues mehr, guckt. Ich glaube, das macht einfach mehr Sinn, dass Barrett wieder ein bisschen Ballerballer machen kann. Und ja, dann möchte ich auch noch kurz was dazu sagen. Ich habe gerade hier meinen Channel offen, warte, Videos. Ich habe 2 Wochen nichts mehr veröffentlicht. Ich glaube, es sind fast 3. Ich weiß, das Let's Play, ne, hat... Es ist immer lustig, also ist es eh egal, weil wenn sich das jemand anguckt, dann wahrscheinlich eh im Nachhinein komplett in einer Reihe durch. Aber ich finde es halt trotzdem lustig, wenn man zum Beispiel aufs Datum guckt und dann sieht man, naja, nach 2 Wochen. Ich hatte jetzt übelsten Stress wieder. Es hat sich ein bisschen eingependelt. Aber trotzdem, es gab jetzt privat sehr, sehr, sehr viele Sachen zu erledigen und die gibt es weiterhin noch. Aber ja, wir werden jetzt wieder ein bisschen weiterspielen. Und wir hatten, glaube ich, hier die Wahl, entweder unten lang oder oben lang. Und wir wollen oben lang. Zack. What the? It's them! Avalanche! 2-3, this is 1-4, we have contact! I guess everybody and their mother knows we're here now. Okay, also hätten wir unten überhaupt lang gehen können? Wahrscheinlich hätten wir unten gar nicht lang gehen können, ne? Was? Hier gibt's einen Heiler? Okay, es gibt Heiler. Warte mal, Magie. Fertigkeiten. Chakra. Magie. Vitalität. Cloud. Genau, ich bin jetzt natürlich, ne, ich weiß, das ist auch irgendwie so ein, Standardspruch natürlich bei mir auch. Dieses, ja, ich bin jetzt draußen wieder. Also ist halt auch die Wahrheit. Hat er Feuer? Nee, aber er hat Blitz. Hier kommt Baller mal rauf. Analyse, ja, die brauche ich nicht analysieren. Was war Eisaura? So, und... Bumm. Komm jetzt... Ist das jetzt ein durchgehender Kampf? Jetzt pass mal auf. Vitalität, Cloud, Fertigkeiten, mach mal Chakra. Chakra ist ja quasi das Beste, ne? Mach mal Cloud. Cloud! Come on.
frage mich halt echt, ob wir unten... aber unten durchkommen hätten können. Jetzt sind wir wieder richtig alle am Arsch. Ja, tiefer hätte Chakra, aber egal, ich heil mal alle hoch. Das hätte ich machen sollen vor das. Ja, egal. Achso, ne? Schön wieder umgucken hier. Haben wir hier eine kleine Chest? Nein? Okay, gut. Genau, und diesen Platz kenne ich tatsächlich. Hier ist Schallplatte Nummer 5. Genau, und die anderen haben wir leider nicht mehr. Ach ja, dann... Ah, hier hinten sind noch Kisten. Was? Rang 3 Soldatin? Der hat so eine Ritterrüstung. Warte mal, Fertigkeiten. Analyse. Okay, den kennen wir doch schon. Das kennen wir nicht. Spezialluftkommandant der Shinra-Sicherheitsbehörde. Elite-Kämpfer, dessen Kampffähigkeit denen gewöhnlicher Luftkommandanten deutlich überlegen sind. Er ist mit einer hocheffizienten Kampfanzug mit Hochleistungsmotoren ausgerüstet. Windelementare Attacken aus der Luft füllen die Schockleiste schnell auf. Ja, Wind und Feuer. Sonderteil. Barrett hat doch Wind, oder? Nein. Was war Hass nochmal? Okay. Raten, es sind doch bestimmt Feuer, ja. Ja, ihr merkt, ich bin wieder total raus. Okay, einer down. Und zweite auch. Barrett hat eine neue Stufe, ja. Zack. Ja, hier geht's eh nirgends weiter. Ich glaube, das war quasi nur ein Bonuskampf, den wir für diese Kiste eingehen haben können und dafür auch 3000 Gil bekommen, was ich finde, das ein wirklich guter Kompromiss ist. Und dann können wir uns hier schön nochmal hinsetzen. Sind wir eigentlich schon mal zu viert gewesen? Also gab es schon mal einen Moment, wo wir zu viert gekämpft haben? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Siehst du schon so lange her? Ich glaube auch, ich habe das Gefühl, dass wir, wenn wir Aerith wieder haben, dass wir nicht mehr viel mit ihr spielen werden. Ich glaube zwar schon, dass wir noch ein bisschen mit ihr spielen werden, weil sie ja weiterhin auflevelt. Obwohl, das kann natürlich auch nur dafür da sein, dass es ein bisschen realistischer wirkt, ne? Hier ist nichts, außer dass wir hier hoch müssen, oder wie? Zack! Flop! Hier wieder schön
mal ein bisschen mit Tiefer kämpfen. Wenn sie es mal wieder zulässt. Oh, das war's dann sowieso für die Dinger. That's a win. Zack. Ja, jetzt könnten wir... Wir könnten eigentlich mal die ganzen Heiltränke, ne? Die könnten wir immer für sowas jetzt verballern. Weil sonst brauchen wir die halt wirklich nicht mehr. In so einem Hauptkampf werden wir die definitiv nicht mehr verwenden. Da bin ich mir fast schon zu 2.776.000,12% sicher. Und hier geht's weiter. Ja! Flup! Oh nein! Don't overdo it. Elektroschockdrohne. Elektroschockdrohne. Und Gegenstände, Heiltrank. Hier. Da. Herr Dem. Hat das gerade ultra viel geheilt, oder? Gegenstände, Heiltrank, Cloud. Achso, 350 ist gar nicht mehr so viel für uns. Warte, da war ja eine Chest. Dachte ich mir gerade, ich lasse eine Chest liegen. Zack. Einen Supertrank, ja nice, ja geil. Juhu, da freue ich mich ja direkt. So, aber es ist gar nichts, okay. Dieses schiefe Gebäude, ne, das macht mich ganz wirr. Bam. Ich würde halt das Original würde ich echt gerne auch nochmal spielen. Ja, das wäre schon ganz interessant zum Angucken. Den Freund der Berge kenne ich glaube ich noch nicht. Nein. Ich schätze mal Blitz. Genau. Ein Nachfolgemodell der MG-Drohne, bei dem die Waffe im Torso durch einen Granatwerfer ausgetauscht wurde. Er ist größer und nicht flugfähig, aber seine Granaten können mehrere Gegner auf einmal ausschalten. Die Schockleiste wird jedes Mal gefüllt, wenn eine bestimmte Schadensmenge zugefügt wurde. Das heißt, Barrett, setze Blitz ein. Das heißt, Kiefer, setze Maximalblitz ein. Oder nicht? So, und jetzt schön. Barret, Magie, Blitz, zack. Das sind Dinge eigentlich, das mich nicht ranlässt. Egal, Barrett, do you think? Ah, dezent. Ja. Man merkt, mit wem wir gespielt haben. Mit der lieben Tifa, weil die fast keine Leben mehr hat. Gut. So, dann kommen wir wieder schön ein paar Gegenstände. Und nochmal einen Heiltrank an die liebe Tifa. So. Und dann würde ich eigentlich mal... Nehmen wir mal ein bisschen
Mana an die Tiefer. Dann passt das wieder. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Hier geht's weiter, das heißt, da gehen wir nicht lang. Eine Phönixfeder, guckt euch das an. Schön. Echo-Schirm. Das ist für mich kein gutes Zeichen, wenn wir das hier bekommen. Noch eine Chest. Turbo-Ether. Habe ich davor wieder Ether gesagt? Wahrscheinlich, ne? Ich habe wieder Ether gesagt. Ich glaube schon. Lasst mich doch in Frieden. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Verdammt. Das wäre die andere Richtung gewesen. Ach, hier geht's auch hoch. Aber hier geht's zu einer Kiste, guck. Wachmacher. Gefällt mir auch nicht, wenn wir das hier kriegen. Flupp. Ihr müsst da nicht nur mit mir hoch, ne? Das. Da könnt ihr ruhig unten bleiben. Wieso programmiert man sowas? Also wieso hat man zum Beispiel sowas nicht reingemacht, dass die bei solchen Passagen nicht mitgehen? Was halt wirklich nur so kleine sind. Ich schätze mal, dass es da hinten weitergeht. Ja, hier wären wieder schön Mana Points gewesen, aber kann man natürlich nicht wissen. Und Voided geht's. Ja, vergesst niemals dieses PNG-Bild. Okay, das sieht aber echt kacke aus. Das sieht wirklich kacke aus. Tut mir leid, aber nix gut. So. Vergesst niemals dieses Bild, Leute. Vor allem, man merkt noch richtig, wie dieses Feuer einfach übers Bild gelegt worden ist. Also man merkt richtig, wie quasi das hier ist alles ein Bild. Wir sind hier quasi in einer Box drin, ne? Das ist so eine Box. Normal, das ist halt das Sky-Bild, ne? Und dieses Feuer ist einfach da im Background und schwebt. Wenn wir jetzt... Ich wette, wenn wir da jetzt... Es gibt doch diesen Boundary Break Channel. Müsste ich mal gucken, ob der schon so ein Final Fantasy Video gemacht hat. Und das kann ich mir erst angucken, wenn ich es fertig gespielt habe. Sonst war mir ein bisschen das Ding kaputt. Aber ich wette, das fliegt einfach so... So in der Mitte ungefähr. Oder irgendwie so. Ich glaube schon. Da muss man wirklich nicht durchkriechen. Da hätte er jetzt wirklich nicht durchkriechen müssen, ne? Wieso können wir uns nirgends mehr rübergreifen? Weiter. Und zack, so. Don't get killed. Likewise. Die kennen wir ja schon sicherlich, ne? Ja, und was war's? Wind. Ach nee, du warst Wind. Lustig, wie halt Tiefer bei uns.
was gar nichts hat, ne? Gönne ich mir mal Vitalität. Hm. Ah, wo wolltest du gerade hin, Tifa? Verstehe nicht, warum sowas gemacht wurde. Konnten die nicht das ein bisschen so machen, dass die hintereinander gehen? Ach, die waren auch Eis. Wenn du das sagst, Cloud, dann stimmt das wohl. Ja, ich glaube, es war wirklich eine gute Entscheidung, dass Barrett bei uns wieder schießen kann, weil man braucht einfach einen Fernkämpfer. Auch wenn es quasi die komplette Sidequest war. Hä, wie denn? Ja, während er nachlädt. Wie macht er das? Jetzt. Wie schaffen die es immer rüber? Na, der macht eh nicht wirklich viel Damage. Ach komm. Hauptsache, die schaffen es schön runter, ne? Ich glaube, schlauer ist es, wenn wir das anders machen. Ich glaube, schlauer ist es, wenn ich mit Barrett jetzt hier quasi die... Obwohl, nee, das ist gar nicht schlauer. Schlauer ist es, wenn ich hier in dem Fall Barrett, also Hass tiefer gebe, um mit tiefer dann schön auf Blitz gehe. Das weghalten. Ja.
Okay, einer ist gleich down. Zack. Okay, zack. Ja, das ist sein Lieblingsspruch. Zack. So. Wieder ein bisschen ausgeglichen Mana Point. Wo ist jetzt eine Kiste? Okay. Natürlich keine Kiste, nur eine schöne Arena oder wie? Ja, sieht so danach aus. Trotzdem umgucken, liebe Freunde, so läuft's. Muss immer wissen, wo alles ist. Ah, da kommen schon wieder unsere Lieblingsfreunde, die mit Feuer easy peasy, lemon squeezy besiegt sind. Wo sind sie? Ja, Barrett, du kannst gleich Cloud wieder Ace geben. Dann kann ich nämlich schneller mit Feuer kaputt machen. So. Boah, wie viele man davon halt braucht, ne? Das ist halt echt extrem. Und hier schon wieder? Okay, und heilen. Also bis jetzt geht's eigentlich noch. Ich kann mir auch vorstellen, dass im dass wenn dann der schwierige Schwierigkeitsgrad vorhanden ist. Na, also ich habe schon erfahren, wenn man das Spiel einmal durch hat, ne, haben wir ja schon mal gesagt, dann kommt ein schwieriger Schwierigkeitsgrad, den man freischaltet. Schaltet, nicht schält, schaltet. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann weniger von diesen Stations gibt. Wo müssen wir denn? Ach so, hier. Allheilmittel. Das Allheilmittel zu allen Sorgen. Cloud. You'll help too, won't you? For a price.